Am 20. März 2017 lädt Marc Wessling, der Initiator von Mach mit Münster, die Münsteraner Bürgerinnen und Bürger ein, an der Podiumsdiskussion zur kommenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aktiv teilzunehmen. Mach mit Münster haben wir gegründet, weil viel über Bürgerbeteiligung gesprochen wird. Viele reden aber von mehr Bürgerbeteiligung, wissen aber gar nicht, was wir überhaupt schon haben. Und da war unser erster Ansatz, den Leuten mal mitzuteilen, welche Beteiligungsmöglichkeiten habt ihr überhaupt? Dann haben wir gemerkt, wenn wir denen sagen, was es gibt, trauen sich trotzdem viele noch nicht ran. Also haben wir zum Beispiel bei den Anregungen, die man hier an Rat oder BV bringen kann, den Leuten das Angebot gemacht, wir zeigen euch, wie man es macht. Wenn ihr euch wirklich überhaupt nicht traut, schickt uns eure Idee. Wir formulieren das, wie der Rat es gebrauchen kann. Wir haben halt ein bisschen mehr Erfahrung, geben das an den Rat oder die Bezirksvertretung und das geht dann seinen ganz normalen Gang auf Basis von Ideen von Bürgern. Und bis heute sind so circa 20% dieser Ideen von Bürgern auch umgesetzt worden in Münster. Wenn man sich beteiligen will, braucht man natürlich auch Informationen. Wenn wir Informationen geben zur Beteiligung, die Leute auch Informationen brauchen, wenn sie sich entscheiden sollen, zur Wahl zu gehen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien stellen sich dabei als Kandidatinnen und Kandidaten für die Vertretung in Münster-Ost vor. Dabei vertritt Daniel Düngel die Piraten, Benjamin Körner, die Linke, Thomas Marquardt, SPD, Josephine Paul, die Grünen, Franz Pohlmann, ÖDP, Simone Wendland, CDU, Sandra Wübgen, FDP. Die Bürgerinnen und Bürger können während der Podiumsdiskussion Fragen stellen und den Kandidatinnen und Kandidaten Ideen auf ihren politischen Wegen mitgeben. Ja, das war sehr, sehr gut vorbereitet, muss man sagen. Wir hatten eine relativ gute Resonanz, vielleicht hätten es ein paar Leute mehr sein können. Wir haben uns, glaube ich, auf dem Podium sehr, sehr sachlich ausgetauscht. Und dem Veranstalter kann man zu dieser Veranstaltung gratulieren. War ein gutes Format und mir hat es Spaß gemacht. Ja, ich fand das gut. Also wir machen Podiumsdiskussionen grundsätzlich erstmal Spaß. Ich freue mich darauf, immer Fragen gestellt zu bekommen, die möglichst auch irgendwie einigermaßen klug auch beantworten zu können oder irgendwie mit sinnvollen Ideen. Ist eine tolle Sache. Also da haben hier Marc und Heiko ganze Arbeit geleistet. Ich finde es schön, dass es hier in Kinder aus einer Initiative gibt, die sagen, wir wollen unsere Landtagskandidatinnen und Kandidaten kennenlernen und dass so viele Leute gekommen sind und gesagt haben, wir wollen uns aktiv einbringen in die Diskussion, dass auch im Vorfeld schon so viele Fragen gestellt worden sind und ich glaube, darauf kommt es an. Im Gespräch sein, im Gespräch bleiben und am Ende auch wählen gehen. Die anwesenden Politiker werden in das Benno-Haus eingeladen und sind im Einzelgespräch bezüglich kritischer Fragen offen. Wenn Sie das Thema weiter verfolgen möchten, dann schauen Sie bei Münster TV vorbei.